gut, ist ja gut. Hallo. Sensationell. Ist gut. Zu Hause hört man doch am Sofa nichts mehr. Ja, weil ich würde ja gerne noch nebenbei erzählen, was auf meiner Seite heute versucht wird zu kochen. Ich habe dieses Versuch schon mal reingeschoben. Und zwar etwas, wo meine Frau mich mit Sicherheit böse bestraft, wenn das schief geht. Und zwar Ćevapčići. Ja. Aus, ja, ihr kennt es ja, Großjugoslawien, Kroatien, Ćevapčići, halb Lamm, halb Rindfleisch, sehr, sehr lecker. Dazu gibt es ein Kürbis-Bohnengemüse und noch ein lecker Sößchen. Und dann kommt es, ne? Also da werde ich heute bestimmt Krach kriegen mit meinem Johann, ne? Kaiserschmarrn. Ja, mit einem Bären. Ihr dönst dabei, Kinder, aber ich habe mir jemand geholt, der weiß, wie es geht. So, aber das hier sind alles Versuche. Was nebenan passiert, das ist hohe Kunst, ne? Also, oh, das sind alte Meister am Werk. Johann. Ja, liebe Zuschauer, ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Vielen Dank, schön, dass Sie auch heute wieder unsere Zuschauer sind. Bei mir gibt es heute einmal ein Saté vom Seezungenfilet. Dazu machen wir einen schönen Salat aus Rettich und Mango. Mit einer Vanillevinaigrette, also das ist schon eine Vorspeise. Und dann mache ich, und das ist hier so ein schöner, guck mal, so ein schöner, toller Fisch, ein Lutemeer. Und dieser Fisch wird gleich in Meersalz gegart, also ganz langsam im Ofen. Dazu machen wir ein schönes Risotto mit Oliven. Und wir werden auch dazu machen etwas Kürbisgemüse. Also ich hoffe, es wird Ihnen nachher schmecken, wenn wir fertig sind. Aber zunächst mal, kochen geht nur gemeinsam. Und Sie wissen ja, lecker ist nicht da, aber Lichter ist da. Johann, ich habe eine Bitte. Ja. Dankeschön. Also eine Bitte habe ich, Johann. Und zwar Fisch in Salzkruste. Ja. Liebe ich. Ich auch. Bitte. Ein Stückchen nachher für mich. Auf jeden Fall. Ja, weil Fisch in Salzkruste gemacht hat, ist so weit von lecker. Wenn du nachher aufklopfst und du machst das Salz weg und dann kommt der Fisch. Und also du musst unbedingt zeigen, wie du das da raus zelebrierst. Ja, mach ich. Ja, das brauche ich. Sehr gerne. Aber jetzt das ist genauso eine große Freude wie unsere Gäste. Ja, genau. Du hast ja wieder jemand auf deiner Seite. Ich habe sogar eine Gräfin heute. Eine Gräfin? Ja, sie ist Gräfin. Ehrlich? Ja. Das wusste ich nicht. Sie hat über 10.000 Sendungen gemacht bereits bei RTL. Wow, 10.000? Über 10.000. Ja, also mein Gast hat weit mehr als 10.000 Kilometer auf den Rennstrecken der Welt verbracht. Ah, okay. Und ich bin so stolz, dass er da ist. Johann, ich muss das einfach mal sagen. Er ist für mich ein echtes Idol. Nicht nur, weil er einer der schnellsten Männer Deutschlands war und das vielleicht sogar auf der Welt, sondern auch einer der nettesten. Und das immer noch geblieben ist und ich hoffe noch Jahrzehnte bleibt. Und neben dem im Auto zu sitzen, da weißt du, dein Leben ist in richtigen Händen. Lass dich fallen und du wirst gewinnen. Super Typ. Ja, und mein Gast, die kann, mit der bin ich noch nicht Auto gefahren, aber sie hat schon für mich gekocht. Sie sieht wunderbar aus. Stimmt. Ich liebe sie. Oh. Hier ist Ulrike von der Gröhm. Und Hans-Joachim Stuck. So, Ulrike. Ja, ich bin aufgeregt. Warum? Weil Horst hat irgendwas gesagt, eben hier auf dieser Seite würde Hochkunst gekocht oder irgendwas. Und dann ich. Nein, doch, jetzt man kann das wirklich so sagen. Also, wenn wir beides Musiker wären, wäre ich Straßenmusiker und Johann würde mit der Violine im Kochsaal stehen. Wenn wir Maler wären, würde ich Handmalerei und Batik machen und Johann Van Gogh nachzeichnen. Also da hast du aber toi, 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 ne? Ja. So. Der Anfang ist ja nicht schwer, ne? Also,
Weißt du noch, was du damals gekocht hast, als ich bei dir zu Gast war, bei dir zu Hause? Ich habe 20er Jahre mindestens. Ja, ich habe mehreres gekocht, weil es gab ja so ein kleines kölsches Buffet, kalt-warm Buffet. Aber ich erinnere mich noch ganz genau, bei dir hängen geblieben ist vor allen Dingen die Sauerbratensuppe. Ach genau. Erinnerst du dich? Du hast da gesessen und hast gesagt, Sauerbratensuppe. Hab ich noch Sauerbratensuppe. Sauerbratensuppe. Ja, das habe ich damals so gesagt, aber ich habe mir auch gedacht, waren das die Reste vom Sauerbraten von morgen? Nein. Das hat dir super geschmeckt. Nein, das war ganz toll. Mit so kleinen Klößchen drinnen, genau. Ja. Das habe ich nie vorher gekannt, habe ich nie gehört. Sauerbratensuppe war wirklich lecker. Ich für Lava kochen, wie bekloppt kann man eigentlich sein? Ne? Du bist nicht bekloppt, du bist gut. Und jetzt fängst du an und machst dir die Sehzunge. Bei der Sehzunge. So. Hier, Curry Pulver. Ja. Und Sojasauce und dann schön marinieren und dann. Sojasauce und Currypulver vermischen, dann marinieren die Sehzunge. Und ich zeige euch jetzt, wie man den Teig macht für den Fisch. Also wichtig ist bei einem Fisch in Salzteig, ist erstmal das ist die Menge Salz, die man braucht. Seht ihr das hier? Ungefähr so 2 Kilogramm, das ist jetzt ungereinigtes Meersalz. Dann muss der Fisch richtig schön ausgenommen sein, super gewaschen sein. Aber ganz wichtig ist auch, es müssen die Schuppen drauf sein, die dürfen nicht weg sein. Gell? Wenn die Haut nur da ist, dann wird der Fisch nachher salzig. Und jetzt gehen wir einfach her, tun wir richtig schön viel Kräuter rein, auch Zitronenscheiben. So, also da kann man richtig großzügig sein, es muss nachher auch ein bisschen sich übertragen hier. Alles reinstecken. So, schon ist der Fisch wieder ganz. Und jetzt da machen wir den Teig, indem wir einfach hier ein bisschen Mehl nehmen noch dazu zum Salz. Und dann aufgepasst, 2 Eiweiß. Und zwar kommt da nur das Eiweiß rein. Jetzt bin ich sehr gespannt auf die Salzkruste, Johann. Kann man die eigentlich nachher noch mal weiter verwenden? Du kannst, also was ich empfehle ist, man kann das aufheben, dann kann man das, wenn der Winter beginnt, mit so einer Küchenmühle klein malen, dann kann man die Straße streuen, aber ansonsten kann es nichts mehr machen. Kannst du nicht mehr machen? Nein, das ist gar nicht zum Lachen, das meine ich jetzt im Ernst. Ist doch, kann man da nicht den nächsten Fisch nochmal mitnehmen? Nein, das wird ja nachher gebacken, das wird ja komplett fest. So, schau her. Also es wäre aber doof, wenn man jetzt Streusalz nehmen würde dafür, damit er im nächsten Winter schneller geht. Ich habe in Frankreich gesehen, die machen es auch manchmal mit normalem Salz, aber ich finde, normales Salz ist... So, jetzt geben wir mal das Blech bitte her, das tiefe Blech da. Wir zeigen es mal den Zuschauern. Jawohl, Chef. So. Stell's mal da drauf. Ja, gerne. Hier, so. So ja. Jetzt tut man erstmal Salz hier unten drauf. Der Fisch muss ja komplett in Salz liegen. Stucki, hast du das schon mal gesehen, wie das gemacht wird? Also gegessen habe ich schon gesehen. Aber ich auch. Hast du, gell? Ja. Ich vergesse nie, wie ich das allererste Mal am Teller hatte. Da habe ich gedacht, verdammt nochmal, das ist aber echt salzig, das Zeug. Du. Nee, das ist nicht salzig. Doch, ich habe vergessen, das Salz abzukloppen. So, weil Kaiserschmarrn ist ja wirklich Königsdisziplin. Und du weißt ja, wenn da mal schief läuft, kriegen wir von Johann nachher aber vorgebetet. Du. Weißt du eigentlich, was Kaiserschmarrn auf Englisch heißt? Nee. Emperor-Nonsens. Emperor-Nonsens. Den Fisch habe ich jetzt schon eingepackt. Du schon mal auch, oder? Ja, oder nachher? Ein bisschen Milch. Machen wir Milch. Leute, so wird der Fisch eingepackt, ja komplett. In Salz, ja, so. Und dann wird er jetzt gebacken im Ofen. Das Salz wird fest, dann wird das abgeklopft und dann kann man den Fisch schön zerlegen. Das war da jetzt. Also und wie lang muss der in den Ofen und bei welcher Temperatur? Der muss in den Ofen, bis er gar ist. Und Temperatur. Ja. Da lernen wir doch hier was. Nein! Also. Ich nehme jetzt mal 220 Grad, ich würde mal sagen so 20, 25 Minuten. Und man kann es nachher feststellen, indem man dann mit einem Spieß reinsteckt und dann an der Lippe probiert, ob der Fisch warm ist. Aber das zeige ich dir gleich, das dauert noch. Okay. Ich muss ein bisschen die Glattformen noch da. So,
Das Wichtige ist bei dem Teig, dass du das Eige mit dem Mehl und der Milch richtig schön fest und cremig machst. Das ist richtig, ja. Ja. Ich habe schon mal eine Prise Salz bei dir ins Eiklar reingetan. Ja. Das schön steif schlagen gleich. Ja, und das ist ja, das ist ja der Grund ist ja vom Kaiserschmarrn, dass man gescheit viele Eier hat. Genau. Ordentlich Butter dazu nimmt, gell? Butter ist ganz das wichtig. Das ist wichtig, ja. Deswegen gefällt mir der Kaiserschmarrn so gut, ja, weil da ordentlich Butter reinkommt. Richtig. Soll ich noch mal nachrühren? Komm mal her. Du kannst das besser. Ja. Weil das hier ist im Prinzip, weißt du, das ist wie beim Rennen fahren. Mhm. Das ist der Setup. Mhm, genau. Wenn der Setup am Auto stimmt, dann ist alles gut. Das heißt, die Zutaten müssen stimmen, Auto muss perfekt eingestellt sein und dann funktioniert das. Sag mal, hat dein Vater dich eigentlich damals drauf getrimmt, dass du auch Rennfahrer wirst? Oder war das von Anfang an, dass du gesagt hast, Papa, das will ich auch? Du, das hat er nicht machen müssen, weil wir, wie so 5, 6 Jahre, haben wir ja bei uns im Hof in Greinau Rennwagen selber gebaut. Da habe ich dich zugeguckt und habe dann damals schon einen 17er Schlüssel im Auspuffrohr versteckt. Von den Mechanikern, die haben wir eine Woche nicht gefunden, bis das Auto angelassen war. Rums kam da hinten raus. Gell? Kannst du dir vorstellen, wenn du da mit Rennautos passt, ist dieser Virus relativ schnell gesetzt. Und für mich war immer klar, ich muss Rennfahrer werden, ich will Rennfahrer werden. Gell? Hat der Papi nichts machen müssen. Mami war immer dagegen. Ja, kann ich mir vorstellen. Die haben wir ja beschissen von hinten bis vorn. Mit allen, wenn ich hatte gedacht, am Wochenende bin ich irgendwo unterwegs, gell? Da war irgendwo Rennfahren oder Testen oder so. Und das war für die Mami schon manchmal nicht einfach, muss ich sagen. Gell? Ja, kann ich mir vorstellen, weil das war ja auch für deinen Vater nachher, ne? Ist ja auch nicht gut ausgegangen. Na ja, gut. Hast du davor Panik gehabt? Nein. Weil du bist ja zu einer Zeit Rennen gefahren, wo man genau wusste, da starten viele Freunde. Das ist richtig, ja. Aber einer fehlt höchstwahrscheinlich wieder. Also zu meinen Formel-1-Zeiten, die 70er Jahre, haben wir im Schnitt im Jahr einen zur Grabe getragen, muss man sagen. Weil einfach die Sicherheit einfach viel schlechter war, wie es früher der Fall war. Ne? Ja. Aber wir haben das gewusst und haben zum Beispiel, ich hab mal einen Spruch geprägt, wenn ich am Sonntagabend noch übernachtet habe am Rennplatz, habe ich meine Sachen im Hotel so hingerichtet, dass wenn ich nicht mehr wiederkomme, dass wenigstens kein Saustall da ist. Gell? Ja. Da hast du damit rechnen müssen. Gell? Pass auf, Ulrike, für dich jetzt mal ein kleines Quiz. Du siehst dir jetzt mal ein Foto an, wo unser Stucki am Siegertreppchen steht. Und dann suchst du mal den Fehler. Guck mal rein. Hier, guck mal. Da, guck mal, da. Da fehlt ein Schuh. Du hast nur einen Schuh an. Ja, und jetzt lass dir mal erklären, warum er keinen Schuh mehr anhatte auf dem Siegertreppchen. Erzähl mal, Stucki. Du warst immer zu groß, das weiß ich. Du bist ein viel zu großer Rennfahrer, ja, vor allen Dingen Formel-1-Fahrer, richtig? Ja, was hast du denn für Schuhgröße? Ich hab 39, warum? Das kann nicht sein. Die stinken wie 45er, gell? Oh. Ja, also. Nicht so ähnlich, gell? Nee. Das Schuhproblem kam damals wohl, weil die Kühler waren damals in der Formel 1 vor den Füßen. Und die Schuhe waren nicht gut isoliert, die Autos natürlich auch nicht. Mir hat so der rechte Fuß gebrannt von diesen 100 Grad Wasser, dass ich mich ausgekühlt habe. Erst habe ich den Schuh weggeschleudert, war mir ganz wurscht, wer da am Podium ist. Nur ich wollte einfach die Füße wieder kalt kriegen. Gell? Ja, man muss jetzt mal überlegen, das hört sich jetzt auf der einen Seite natürlich lustig an. Das ist ja ganz was anderes, wie, jetzt sei nicht böse, wie verschiedene Warmduscher heute in der Formel 1 fahren. Ich meine, die Jungs müssen immer noch viel leisten, aber im Gegenzug zu dem, was damals war, ist das heute wirklich Spaß. Weil die waren natürlich, das waren Rennwagen, die waren nur gebaut zum Siegen. Das heißt, du hattest 100 Grad Wassertemperatur Minimum an den Füßen. Und da gab es nicht die Kleidung wie heutzutage. Da hat man sich verbrannt. Da sind teilweise Leute nachher aus dem Auto gehoben worden. Ja, weil die einfach am Ende waren. Das war ein bisschen anders. Ihr wart Helden. Ja, es war eine andere Anspannung. Heute ist, durch das alles so technisch ist, der Wettkampf viel größer. Und früher war es für den Fahrer so schwierig, einfach die Zeit zu überstehen, die 1 Stunde 40 Minuten, gell? Physisch zu überstehen. Dann auch zu wissen, im Auto, wenn du irgendwo abfliegst, rechts Benzin 100 Liter, links 100 Liter, das waren ja rollende Bomben. Gell? Diese Sorgen haben wir Fahrer nicht, wir haben heute andere Sorgen. Wir haben früher in Sekunden gemessen, heute wird in Tausendstel gemessen. Das ist ja, gell? Das stimmt. Ja. Knöpfe, die diese parallel zu ihrer Raserei noch am Lenkrad zu bedienen ja, haben, dann natürlich Übersicht. Das ist eine Generation. Das muss jetzt super steif machen, gell? Nee, du. Ja, ich mach's, oder? Ja. Ulrike? Ja? Ich habe ja, wir haben uns jetzt länger nicht gesehen, aber ich sag mal, erstens, du hast dich nicht verändert. Nicht. Ja, danke schön. Nein, wirklich, großartig. Was machst du, um so eine Figur zu behalten? Ja, das ist ja alles immer kein Geheimnis. Das erzählt dann jeder, der schlank bleibt. Sport treiben, viel Bewegung und nicht allzu viel essen. Also ich esse schon gerne und gut, wie du auch weißt. Ne? Ich meine, ich genieße durchaus, aber eben halt in Maßen. Und ich bewege mich viel. Also du läufst Marathon. Ja, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich lief Marathon.
Weil mein letzter Marathon ist jetzt auch. Mein letzter Marathon war übrigens mit Peter Klöppel gemeinsam. Ach, da habt ihr ja noch ein schönes Foto gefunden. Ja, guck mal hier, da. Aber das war nicht New York. Das war nicht New York. Das war in Köln. Also ich bin, ja, und dann bin ich in New York gelaufen. Danach habe ich mir den Fuß gebrochen vor 9 Jahren und dann habe ich mir nochmal gebrochen und dann seitdem laufe ich nur nach Halbmarathon. Das reicht aber auch. Wie war das beim New York Marathon? Guck mal. Ach, der New York Marathon, das war einfach wirklich großartig. Man muss sich das vorstellen, hier bei dem Marathon in Deutschland, in den meisten, dann wird das immer so aufgeteilt. Da sind auch 35.000, 40.000 Leute, aber die laufen so nacheinander. Da sind Inlandskater, da sind Halbmarathonis dabei. Aber in New York ist es so, ich glaube, wir waren 40.000, 45.000 Läufer. Und wir sind auf Long Island, ist der Start. Dann dröhnt aus allen Lautsprechern laut Frankie Boy natürlich mit New York, New York. Dann stehen die Feuerwehrschiffe, die blasen dann Wasserfontänen über den Hudson. Und dann gehen alle auf die Brücke, die ist ja zweigeschossig. Und dann ist dieses Stampfen und die Musik und die Freude und die Leidenschaft und alle brüllen. Das ist der schönste Moment überhaupt, den ich jemals bei einem Marathon erlebt habe. Jetzt kommt mich wieder ins Schwärmen. Toll. Ja, und das Schöne ist, ne, je mehr man läuft, je mehr kann man gut essen, Johann. Das ist das Problem, genau. Okay? Da wird man auch hungriger. So, ja, wie weit bist du jetzt mit deiner? Sag mal, was du gerade gemacht hast, bitte. Also die Seezungenröllchen, die habe ich da vorne schon genau. in diesem Curry Soja eingelegt. Die müssen so circa 15 Minuten da drin bleiben. Jetzt bin ich dabei, die Vanille Vinaigrette vorzubereiten. Genau. Und dann muss ich mich ranhalten, ja, muss ich beeilen. Nein, alles ich gut. Komme. Du musst jetzt hier die Schale mit dem Saft, genau, dem braunen den Saft Zucker einkochen lassen, genau. Und das geht aber ganz schnell, glaube ich. Genau, du musst also die Vanilleschote rein und der braune Zucker. Und dann aber kochst du es ein. Viel ist es nicht, den kann ich, glaube ich, ganz da reinkippen, den braunen Zucker. Ganz, ganz so rein, genau. Und ich habe hier Risotto angesetzt mit Knoblauch, Schalotten, habe das extra leicht braun werden lassen, Knoblauch und Schalotten. Und habe jetzt den Reis draufgegeben und jetzt Brühe und Weißwein. Und wir werden jetzt ein richtig schönes Risotto kochen. Und gleichzeitig habe ich hier solche Teigblätter, Wandangblätter frittiert, die wir nachher brauchen für die Garnitur bei den Seezungenfilets. Ja, also bei mir läuft es gut, hier Horst. So. Du gehst einmal drauf, dann gehst du so auf 7. Jetzt musst du natürlich aufpassen, dass dir das nicht anbrennt. Stucki, ich weiß, dass du sowas wie eine neue Liebe hast. Du bist, wie soll ich sagen, du bist ratschverrückt. Affenliebe. Affenliebe sogar. Cooper heißt er. Cooper. Ist ein Auto? Nee, ist ein, in dem Fall ein Labrador. Ein Labrador? Ja, aus der Retriever, aus der Arbeitsserie. Uschi schimpft gleich wieder, wenn ich das sage. Da sitzt er, der Kupi. Oh Gott, das im Himmel, wie der schon guckt. Das ist ja schon wieder so. Einer, ja, also ich muss was ich aber toll finde, ist, dass der mit dir Backgammon spielt. Ja, weil der ist so schlau, gell? Nee, also... Man sagt immer so schön, das letzte Kind hat ein Fell, was man bekommt. Ne? Ja. Das stimmt ja, weil zwei Buben habe ich ja schon. Und jetzt haben wir den Cooper uns angeschafft, dem ich auch schon vorher einen ganz tollen Hund, den Jesse Boy hatte aus Kanada. Aber der Coopy, wie man da schon sieht, das ist einfach wirklich halt mein Augenstern. Weil das ist ein wirkliches, mit der Uschi und mit mir, ein Familienmitglied. Den haben wir beide so lieb, weil der ist auch so, das ist ein Familienmitglied. Der seine Hauptleidenschaft ist Apportieren. Apportieren. So eine Köderpistole, da schieße ich weg, 200 Meter weit. Ob das in der hohen Wiese, ob das im Schnee ist, der findet es immer wieder und hat den größten Spaß dabei. Gell? Und dann natürlich kommt er mal früh ins Bett gehupft, das ist auch klar. Ah, der kommt bei dir ins Bett? Der in der Früh hupft er rein und da ist mein Ohr ist sein Kontaktpunkt. Gell? Da geht er dann hin. Gell? Da weiß er, Ohr? Ja, der ist herrlich. Gell? Und das heißt, der schnappt sich das Ohr und fängt an zu schmusen, oder? Genau, richtig. Ja. Ja, das kommt erst schön den Beerensaft. Das ist ja so, gell? Also... Mit dem Kaiserschmarrn, wie du gesagt hast, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ja. Ich mache normalerweise einen Tiroler Kaiserschmarrn. Wo ist der Unterschied zwischen Tiroler? Den ich bei meinem Freund beim Rübe kennengelernt habe, wie man das macht. Rübesal ein. Da fängt schon mit Mehl an, griffiges Mehl, glattes Mehl, Eier. Ja. Und dann machen wir Apfelstücke oder wir machen Rosinen rein. Apfelstücke? Ja, nicht den Bärenschmarrn. Aber da wir ja ein Team sind, machen wir jetzt einen Bärenschmarrn. Passt ja. Ja, passt genau. Auch. Richtig. Ja, weißt du, warum da keine Rosinen sind? Weil ich Rosinen nicht mag.
Hast du recht, ja. Ja, ich mag keine Rosinen. Für mich sind Rosinen verunglückte Fliegen. Ehrlich? Ja? Ja. Oder? So, hast du jetzt gesagt Rosinen oder Rosinen? Ja. Jetzt müssen wir damit, also das kommt jetzt da rein, Oskar, ne? Ja, schon? Genau. Alles rein. Weil da kennen wir es nicht aus. Genau, so, und das lässt du jetzt einmal aufkochen. Genau, gut. Ich habe auch einen Labrador. Hast du auch einen? Ja, nee. Nur in braun, dann in schwarz. Ah, du hast einen Schokolab. Ja, Johann, ist dein ein Mensch oder ein Weibchen? Und es ist ja so, Weibchen. Es ist Weibchen. Ja so, Johann, ja. Welche Männer mit Hunden gut umgehen können, ist auch ein Ausweis, wenn man mit Hunden gut umgehen kann. Gell? Das ist ein Ausweis, dass du ein anständiger Mensch bist. Weil wenn man ein Tier nicht respektiert, und vor allen Dingen auch und respektiert und zu schätzen weiß, ist man kein ja, richtiger Mann. Gell? Das finde ich schon, gell? Absolut. Aber ich denke, deswegen kocht. Ja, pass auf, jetzt die Beeren rein. Also ich muss mal ein paar Sachen parallel machen. Die Beeren rein. Den Zucker mit rein. Mhm. Ist da Zucker? Ja, ne? Ja. Ja. So, dann noch einmal ganz kurz aufkochen lassen. Ja. Und dann kommt die Speisestärke mit drunter. Das ist das rote Zeug da, gell? Das ist das rote Zeug mit dem Weißen, jawohl. Was der alles da rettet, gell? Mein Leben. Da macht ihr alles gar nicht, ne? Na, wenn du das nächste Mal kommst, ja, dann mach ich bei mir zu Hause einen Kaiser, Tiroler Kaiserschmarrn, gell? Gerne. Du hast übrigens eine super schöne Küche. Aber weißt, pass auf, du wirst so oft gefragt wegen deinen Renngeschichten. Mhm. Ich hoffe, ich darf das erzählen. Wenn nicht, ist passiert. Du hast ein... Du hast für mich eins der schönsten und spannendsten Häuser dir gebaut, die ich je gesehen habe. Ein richtiges Blockhaus. Nein, das erzähl falsch. Mal. Ist falsch. Ja, es gibt ein Blockhaus, da sind die Stämme quadratisch geschnitten. Ja. Und es gibt in Kanada die Lockhomes, das sind die runden Stämme. Ja. Und meins ist ein Lockhome, das ist die kanadische Holzbauweise, ja, wo runde Stämme dann gehöhlt werden und dann kommt der andere wieder drauf, wieder gehöhlt. Und ich habe diese Häuser in Kanada kennengelernt, in Yukon Territories, wo ich viel Zeit verbracht habe. Und war mein Wunsch, immer so ein Haus mal in Tirol zu bauen. Ja. Und du hast es selber schon erlebt, gell? Die Wohnqualität ist toll, du hast einen guten Klimaaustausch. Ja. Und was ich auch ganz toll fand, was du mir erklärt hast, dass dieses Haus 10 Jahre lang praktisch euch nachts immer mal wieder wach gemacht hat. Ja klar, Holz schrumpft ja. Ja. Und da muss man auch aufpassen, wie man die ganzen Fensterkästen und Leitungen macht. Weil das Haus im Gesamten hat sich gesetzt um mehr als 15 Zentimeter. Dann ist 15 cm klein ja, in ist welcher ja, Zeit? Das ist ja innerhalb von 8-9 Jahren, kann man sagen. Ja. Aber ich sag dir eins, da hat es nachts Schläge gegeben. Da hat die Uschi geglaubt, das ist der Blitz eingeschlagen. Gell? Weil das Holz arbeitet, das kracht. Und dann ja knallt dann, wie, gell? Ja. Und da muss man auch nachschrauben, das ist ja teilweise ja, der Zentralbaum steht auf einem großen Gewinde. Das hat einen 72er Schlüssel, brauchst dafür. Ja. Und das haben wir die ersten 5 Jahre immer so alle 3 Monate eine Umdrehung nach runtergeschraubt, dass das ersetzen kann. Das ist ganz wichtig. Ne? Bist du so naturverbunden geworden wegen der Rennerei? Also ich weil du da immer wieder erlebt hast, wie schnell alles vorbei ist? Also ich muss sagen, ich bin in Greiner bei Garmisch aufgewachsen, hatte 2 sehr bodenständige Eltern, Gott sei Dank. Und Papi und Mami haben mir beigebracht, dass ich nicht abhebe. Das war, glaube ich, ganz wichtig. Gell? Ja, das ist wichtig. Und zum Nicht-Abheben gehört auch die Naturverbundenheit. Weil ich mal versucht, mich nach Monte Carlo zu stecken wegen Geldsparen. Ich sage, Jungs, wir können es alles machen, aber ich brauche die Berge, ich brauche die Natur. Gell? Und das ehrt dich sehr, gerade heutzutage. Danke. Wenn ich da früh aufwache, dann schaue ich auf meinen wilden Kaiser. Gell? Das ist eines der schönsten Gebirge, die es gibt. Und der Kaiser, der Hund, der inspiriert mich jeden Tag. Gell? Und wenn ich aufstehe und wach bin, oder habe ich meine Uschel im Bett und da steht der Kuppi davor, kann ich nur sagen, heute ist so ein schöner Tag. Super. Wir sind gerade dabei, hier den Salat zu machen, und zwar aus Rettich und Mango. Du hast den Rettich fein geschält und dann auch mit dem Spaß in so Streifen geschnitten. Jetzt machst du Mangostreifen dazu. Da machen wir dazu fein, ja, bitte. Ganz fein Erdnussöl dazu. Und dann Pflanzenöl dazu. Guck mal, Erdnussöl, Pflanzenöl. Und dann kommt ein Sesam, und zwar heller Sesam.
und dunkler Sesam. Und dann tust du noch schön. Das sieht jetzt schon aus. Da kommt jetzt die Vanillevinaigrette noch rein, die wir eingekocht haben. Das ist dieser Sirup hier. Das ist sehr schön. Boah, das wird ganz lecker, Leute. Das wird richtig lecker. So, guck mal her. Und jetzt da kommt dann noch dazu Salz und Pfeffer und Schnittlauch. Ja, und dann hast du hier ein wunderschönes. Ja, machst du die auch so gerne? Und hier kocht mein Risotto schon daneben. Das ist auch so fast soweit. Jetzt gucken wir mal nach dem Fisch, wie weit er ist. Ja, zeigen wir, wie das testen kann. Ja, das würde ich gerne wissen. Komm, wir gehen mal kurz gucken, weil ich habe auch schon meine Sauerrahmcreme fertig. Zeige ich dir gleich. Schön mit Eiweiß drin. Kennst du Eiweiß? Das ist so eine wunderbare Paprikasache. Die machen die alle selber in Kroatien, dann trocknen die Paprika im Backofen. Boah, super schön, lecker, aus, schön scharf. Komm, wir gehen zum Fisch gucken. Ja, jetzt muss ich wohl nicht mal raus. Hast du ein Handtuch da? Zweites? Ein Handtuch, Johann, für dich. Nee, hier, ich hab hier. Hast du? So, jetzt ist immer wichtig, das ist jetzt ja knapp, die Kruste ist jetzt ja komplett hart. Die ist richtig fest, gell? Komplett fest. Siehst du, wie so ein, kann man den Hammer dann abklopfen. Hallo? So, und jetzt tue ich das, jetzt stecke ich da rein. Ungefähr, muss überlegen, wo der Fisch am dicksten ist. Da, wo der Knubbel ist. Bis unten hin, ja? Und jetzt lasse ich die Nadel da drin stecken. Der arme Fisch. So, und jetzt da ziehe ich dann die Nadel, ziehe ich die Nadel raus und tue sie dagegen meine Lippen halten. Ach, das ist ein gutes Thermometer, gell? Ja. Scheint aber noch nicht gar zu sein, und? Sonst hätte er gestehen. Okay. Ne? Genau, das ist der Seil, damit du weißt, dass er fertig ist. Gefährlich, gefährlich. Also, wenn du dann eine braune Furche auf der Lippe hast, dann ist der Fisch dreimal gestorben. Ja? Genau. Nein, der Fisch muss so ungefähr 45 Grad haben. Ich würde sagen, noch 3-4 Minuten rein und dann du ihn rausstehen lassen. Der Fisch ist perfekt, weißt der wie wird du wunderbar. Das ablesen kannst? Ja, also wenn er das Grad an der ist richtig Lippe heiß, oder? Nee, 45 nein. Grad ist gutes Badewasser für ihn. Nein, heißt, aber für meine Lippe ist doch 5, nein, nicht? Du hast deinen Körper 37 Grad und dann würde ich sagen. Du trinkst doch Kaffee. Ja. Der ist viel heißer. Der? Viel heißer. 90 Minimum noch. Nee, 90 hat er nicht. Was, Kaffee? So heiß trinkst du Kaffee. Also Tee kocht doch zum Beispiel erstmal. Sind das nicht 100 Grad? Ja, aber der wird das sofort kalt, wenn du die Tasse in die Haust gehst. Ja, man heizt ja die Tasse auch vor. Also es ist nicht furchtbar heiß. Es ist nicht furchtbar heiß, genau. Ja. Das ist eine exakte Angabe zum Kochen. Ne? Die Lippe darf nicht furchtbar heiß werden. Habe ich verstanden. Also wir machen mal vorsichtig auf. Ja, wenn er jetzt gleich flach ist, sei nicht böse. Er kommt danach auch nicht mehr hoch. Nehme mal an, ich darf jetzt meinen Salat hier auch mal. Ich würde sagen, der ist schon fast zu weit. Kühl mal. Schnittlauch rein. Oh ja, der war ja. Absolut. Sollen wir rausholen? Tun wir raus, ja. Pass auf, Pfanne ist sehr heiß. Geht's? Schnell ab auf den Ofen. So, wo ist jetzt der Holzlöffel? Pass auf, Holzlöffel. So, ich mache jetzt hier gerade so ein schönes Kompott für mein Risotto aus Kürbisstreifen und Salbeiblätter. Den Salbei tun wir jetzt schön kross mit anbraten. In Olivenöl. Ah, herrlich. Guck mal, wie schön es wird. So. Ulrike, du bist jetzt über 30 Jahre bei RTL, gell? Nee, ich bin knapp 30 Jahre bei RTL. Du sollst jetzt Schnittlauch nicht in Prügel schneiden, sondern in kleine Streifen, wenn es geht. Ja, bitte. Ja, nein, das ist zu grob, feiner, viel ganz feiner. Ganz fein, ja, ehrlich. Fein. Also als Gewürz quasi nur, ja? Okay. Ihr feiert in diesem Jahr Silberhochzeit, ja? Mein Mann und ich, ja. Also in RTL habe ich die Silberhochzeit schon hinter mir, weil ich also schon weit über 25 Jahre da bin. Mit Peter Klöppel habe ich sie auch schon hinter mir. Und mit meinem Mann feiere ich sie jetzt. Ja, das ist früher hätte ich das ja für albern gehalten, dass man dafür klatscht, wenn man nur 25 Jahre verheiratet ist. Aber irgendwie, man guckt rechts und links und überall hin und es gibt doch gar nicht mehr so viele, die so lange miteinander glücklich sind. Also, und da bin ich natürlich auch froh und dankbar, dass es bei uns so ist. Ja, schön. An meinen Kochkünsten kannst du uns nicht liegen. Ne? Aber du hast deinen Mann bei RTL kennengelernt, weil der war dein Praktikant, oder?
Ja, der war für mich mein leibeigener Praktikant, aber der war Praktikant bei uns. Ja, der war ja Hochleistungssportler als Judoka, ja, sehr erfolgreich und hat dann ein bisschen spät natürlich erst angefangen im Berufsleben, war dann Praktikant bei RTL. Und der ist es ja auch schuld, dass ich dann tatsächlich einmal die Nachrichtensendung bei RTL verpasst habe. Warum? Was war da? Ja, also ich musste das natürlich noch kontrollieren, was mein Praktikant da so fabrizierte. Ja. Und irgendwie ist mir hinten ein bisschen die Zeit weggelaufen. Und da stand ich noch mit ihm in der Tonnachbearbeitung und las seinen Text und sagte, das stimmt fast nicht. Der heißt anders. Es war, glaube ich, America's Cup und Dennis O'Connor. Und dann dachte ich, guck dich auf die Uhr in diesem Tonstudio und da, oh, jetzt muss ich mir beeilen, nur noch 2 Minuten, dann fängt die Sendung an. Aber die Uhr ging falsch und ich stürze ins, da muss ich das vorstellen, ich meine RTL aktuell, die Hauptnachrichtensendung des Senders und ich komme zu spät. Die Sendung hatte bereits ohne mich angefangen. Das war natürlich, ja, die mussten ja anfangen, 18:45 fängt die Sendung an. Und stimmt, dann, ja. Und ich war nicht da. Und dann? Und dann sagte, das war damals nicht Hans, das war noch Hans Meiser Zeit, aber das war nicht Hans Meiser, sondern Maggie Deckenbrock, die das auch aufmachte. Und die sagte dann, als mein Name, weil das Intro war so vorbereitet, also fiel auch mein Name Ulrike Elfes für den Sport. Und dann sagte Maggie, Ulrike ist noch nicht da, aber wir sind zuversichtlich, dass sie es bis zum Sportblock noch schaffen wird. Ja. Oh. Das war schrecklich. Das war wirklich. Das war grauenhaft. Ich hatte so eine Angst, die schmeißen mich raus, aber haben sie nicht gemacht. Nee. Das ist schon eine Weile her. Und was ist der Peter Klöppel für ein Typ? Ach, der Peter, das Lustige ist, dass die Leute mich immer fragen, wenn ich beim Einkaufen so treffe und unterwegs bin, dann sagen sie, ach, Sie sind doch die Frau von da drüben. Und dann kommt unheimlich oft, sagen Sie mal, der Peter Klöppel, ist das wirklich so netter? Ich sag, noch viel netter. Oder sie fragen, wie ist denn? Also ich kann nicht, wenn ich erkannt werde, werde ich immer nach Peter gefragt. Und Peter und ich, ja, ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir uns nicht auch sehr schätzen und mögen würden, dann könnten wir nicht so lange so erfolgreich zusammen sein. Aber guck mal, muss so ein Kaiserschmarrn aussehen? Ist bei euch anders, ne? Was denn? Langsam. Mit dem Schätzen. Moment. Langsam. Auch über den größten Kaiser ist mal ein Gewitter gewesen. Richtig. Ja. Ja. Aber so kann ich das auch. Ja. Ja. Und wie ist der wichtigste Leitspruch in der Küche? Alle Köche sind beschissen, die sich nicht zu helfen wissen. Ne? Ja. Ja. So, die Sotte ist fertig jetzt mit diesem Kürbis und mit dem Salbei. Jetzt gehen wir anrichten dann. Boah, sieht gut aus. Sag mal, was das müssen wir ja noch mal bitte verraten hier. Das ist ja heimlich, was du hier zubereitet hast, ne? Probier mal hier, probier. Ich muss probieren. Das ist jetzt dieses Sotto mit dem Kürbis und mit dem Salbei. Ein bisschen Salz noch, gell? Oliven rein. Ja, ja. Mm. Johann. Ja. Köstlich. Köstlich, gell? Das ist. Oh, Kinders. Ja, aber ein bisschen Salz geht tatsächlich noch an. Ja. So, jetzt da. Also, wenn ihr mit eurem verbrannten Kaiserschmarrn nicht so recht kommt, ich hätte dann hier links. Da stehen wir drüber, gell? Da stehen wir so weit von drüber. Ja. Außerdem, weißt du, ab und zu kann man ja auch seinen Freunden und Mitstreitern mal einen kleinen Streich spielen. Da möchte ich nämlich noch auf eine Sache hinaus, die du mal mit dem Herrn Quester gemacht hast. Irgendwas war da mit Fisch oder sonst noch was. Ja, das war eigentlich viel schlimmer, gell? Ich habe ihm die Laufschuhe versteckt, das ist für ihn halt die Todesstrafe. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich einen vom Helmtragen einen Kopfpilz und musste jeden Tag mit einem medizinischen Shampoo mir die Haare zweimal waschen, gell? Ja. Und so nach 3 Wochen, dann waren wir zurück vom Rennen, da sagt der Dieter, hör mal, Alter, was macht denn dein Kopfpilz? Da sag ich, der ist weg, warum fragst du so blöd? Sagt er, hast nichts gemerkt, sag ich, na? Der hat mir ins Kopfkern schon reingepickelt, die Drecksau, gell? Nein! Ich stell dir mal vor. Ich guck dir mal vor, gell? Ja, klar. Na. Aber man sieht, genutzt hat es nichts, ne? Also, ja. Nein, und dann war da noch mal mit einer Piepshow, das fand ich auch so schön. Ja, das war die Geschichte, wo ich der Muckis T-Shirt hochgelupft habe.
Und der Herr Quester vor lauter Aufregung. Das musst du langsamer erzählen. Also pass auf, wir waren in Amerika und meine damalige Freundin, die Muki, war bekannt wegen ihrer Oberweite. Statt dass nichts anbrennt, das können wir wieder erwarten. Nein. Und dann hat der Quester wollte immer mal von der Muki die Dinger ohne Bedeckung sehen. Das geht natürlich nicht, gell? Das war ein Rennfahrer, Dieter Quester aus Wien, gell? Und dann haben wir immer gemacht, dann sind wir ein Rennen gefahren, irgendwo in Kalifornien. Der Dieter fuhr, ich war sein Teamkollege, stand in der Kurve, hab zugeschaut, war eine Kurve so zweiter, dritter Gang, 70, 80. Und dann haben wir gewunken vorbei, er hat zurückgewunken. Und dann beim dritten Mal vorbei habe ich der Muki von hinten das T-Shirt hochgehoben. Vorne finde ich die Dinger raus. Der Quester kommt, sieht es, patsch, fährt er in die Mauer rein. Aber jetzt kommt es ja erst, gell? Entschuldigung, gell? Jetzt kommt es ja erst, gell? Dann mussten wir antanzen beim damaligen Rennleiter Jochen Nerpasch. Der war nicht so auf der Allerlustigste, der war aber gut. Da sagt er, meine Herren, also was ihr hier gemacht habt, das geht gar nicht. Wir sind in den USA, ihr repräsentiert unsere Firma und das funktioniert nicht. Als Strafe müsst ihr die Reparaturkosten und die Reisespäne selber zahlen. Ui. Scheiße. Sagt der Quester, ha Jochen, das macht nichts. Die Piepshow war's wert. So, Johann, jetzt will ich wissen, wie du den Fisch auseinander machst. Ja, bitte komm zu mir. Ja. Das ist schon wieder aus, da, das Ding kürzlich. Ja, habe ich ausgemacht, bevor es anbrennt. Ich habe hier schon mal... Komm, wir gehen mal ganz kurz rüber, weil hier ist sowieso alles fertig. Wir schneiden jetzt hier erstmal, würde ich mal sagen, so hier. Dass das hart ist. So. Klapp mir das Salz erstmal ab. Hier ist der Fisch. Ja, es riecht fantastisch. Ja, der riecht von dieser Zeit gut. Ne? So, Jörn, und wichtig war aber, dass man den Fisch vorher nicht schuppen darf. Nein, nicht schuppen. Dann geht der Salzgeschmack rüber in die Haut. So, und jetzt brauche ich bitte Gabeln da vorne und Löffel. Aber ich dachte, der Salzgeschmack soll auch ein bisschen in den... Ja, aber wenn ich jetzt das zu direkt, dann würde der Fisch versalzen sein. Ja. Das geht nicht, ja? Dann und ist jetzt muss ich Folgendes machen. Jetzt muss ich versuchen, die Haut abzuziehen. Gut, man darf jetzt nicht sehr hungrig sein. Wieso nicht hungrig sein? Dauert halt ein bisschen. Dauert, ne? Ja gut, das muss man schon vorsichtig machen. Ich will nicht die Schuppen mitessen. So, jetzt kommt's. Gut Ding will... Weile haben, das genau. Das kann man die Haut auch mitessen? Nein. Nicht. Da sind ja die Schuppen noch dran. Ja, sonst würde er sich ja nicht so viel Mühe geben, das ordentlich da unterzumachen. Ja. Guck mal, sie ist hier im Studio mucksmäuschenstill. Ja, klar. Ja, das... Sie sind begeistert und haben Hunger. Ja, und jetzt siehst du, ist alles erstmal weg. Jetzt ist alles weg, an was drauf, was man nicht drauf sein darf. So, und guck mal, wie schön es aussieht hier. Ne? So, jetzt. Das habe ich auch nicht Hunger, ne? Ja. Hab ich auch den. So, und jetzt geht man da hinten rein, so. Da sind auch diese Rückengräten, die müssen auch noch weg. Wir wollen ja keine Gräten drin haben. So, und dann versucht man jetzt hier so den Fisch rauszulösen. Also man kann ja bei Johann sagen, was man will, aber kochen, das kann er. Ja, ja. Ja. So. Jetzt ist meine Petersilie weg. Ja, du kannst schon aufteilen. Ja. Aber man sieht, dass es auch für den Fachmann Präzisionsarbeit ist. Und das muss man schon vorsichtig und langsam machen. Ne? Aber jetzt probieren wir ein Stück von dem Fisch. Probieren wir ein Stück. Darf ich schon? Klar, das ist... Das ist wirklich Gaumensex. Guck mal hier. Oh. Probier. Gaumensex, hat er gesagt. Da sagen die immer, ich wäre derjenige, ne? Mmh. Oh. Tete! Müsst du probieren? Nee, jetzt nicht. Jetzt nicht? Nee. Aber ich... So, jetzt tun wir die Mittelgeräte komplett raus. Das sieht man auch hier, die muss ich schön lösen. Da darf nichts dran sein. Und dann ist der Fisch halt richtig saftig gegart. Toll, ne? Mhm. Ja, wenn er was kann, kann er. So. So, und jetzt schau her, jetzt müssen wir es unten auch noch raushöhlen. Und dann hast du die reine Fischhaut auf dem Salz liegen und hier hast du den wunderschönen Fisch. Besser kannst du Fisch nicht essen. Nee, aber ganz ehrlich, ich meine, so aufwendig war es ja jetzt auch wieder nicht. Ne? Das kann man doch zu Hause wirklich mal mutig nachkochen. Absolut. Das ist so lecker. Der Fisch ist daneben fantastisch. So. Die ganze in der Mitte machen. Ja, in der Mitte ist sehr schön. Das hat mein Papi immer gemacht. Der hat einen See gemacht. Gell? Weißt du, was ich ganz toll bei dir finde? Dass du heute noch in deinem Alter sagst, Papi und Mami. Ja, klar. Da merkt man Liebe. Das ist ganz toll. Das sagen meine Kinder zu mir auch. Ja, ist toll.
Ja. Was ich so ganz grausam finde, ist, wenn Sie sagen, das ist Hans-Georg, mein Vater. Weißt du? So, Chivapchichi auf einem Kürbisbohnengemüse mit einer wunderbaren Sauerrahmcreme. Mit, ach Kinder, also ich könnte jetzt schon essen. Ne? So. Also eins ist klar, Leute, gell? Den Fisch, den möchte ich lieber selber essen. Das ist der Wahnsinn. Der Fisch. Ja, ja, komm, aber mir gibt es schon ein bisschen Lapp. Der Fisch ist sensationell. Der schmeckt mir so richtig saftig. Ich habe einmal Kaiserschmarrn mit Beerenröster. Optisch ein Highlight, würde ich sagen. Ne? Also, wir haben noch was. Komm her, dann machen wir noch. So, das ist sehr schön so, was du gemacht hast. Genau. Bei der Zubereitung können wir ja sagen. Butterzucker, genau. Das ist genau. Sehr gut. Butterzucker muss immer ordentlich drüber. Ja. Ne? Dann wird erst richtig gut. Genau. Weil damit kann man auch einiges verdecken, was schiefgelaufen ist. So ist es, genau. Ja. Weißt du, das ist das Schöne, mein Lieber, dass wir uns immer gut ergänzen, gell? Ja. Ist das Gute, ne? Ja. Genau. Weißt du, das ist ja auch im Prinzip so, wichtig ist nicht, dass du schön Rennen gefahren bist, wichtig ist, dass du gewonnen hast. So ist es, ja. So, und jetzt gehen wir nach vorne. Jetzt zeigen wir noch mal hier. Guck mal, Seezungen-Satés mit diesem schönen Salat aus Mango und Rettich. Als erstes von unserer Gräfin Ulrike von der Gröben. Guck mal, wie schön. Und daneben der Fisch. So, bitte den Platz. Lieber Stucki, bitte schön. So. Ach, wie ich meinen Johann kenne, weißt du, immer wieder ein paar extra Blümchen für Papa. Du. So. Passt? Ja, Schatz. Hast du. Was habe ich? Hast du das Gefühl gehabt, dass heute gut gelaufen ist? Toll, heute ist es außerordentlich gut gelaufen, ja, würde ich mal sagen. Mhm. Ne? Also, ja, ich hatte das Gefühl, es war eine sehr unterhaltsame Geschichte. Ich habe die Ulrike ganz neu kennengelernt. Den, ja, Stucki liebe ich sowieso. Neben dir zu stehen, ist die wahre Erfüllung. Ja. Und ich muss sagen. Moment. Ja. So. Und ich möchte am Ende, liebe Zuschauer, Ihnen noch einen guten Tipp geben. Kochen hat was mit geschmacklicher Erfahrung zu tun. Genau. Man muss vieles immer wieder probieren. Und wenn man einmal ein Stück verbrannten Kaiserschmarrn gegessen hat. Stucki, du warst ein Scheiß. Moment. Dann weiß man dann beim nächsten Mal, dass es so nicht sein soll. Genau, so ist es. Danke.